Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Vlog. Was geht? Wie geht es euch? Wir sind bei uns zu Hause. Ich zeig euch kurz unser Ausblick. Wow. Ich zeig euch noch nichts. Gleich kommt eine Roomtour. Arkadaşlar, wir sind eben der Tauk war. Erster Tag hier bei uns zu Hause. War gemütlich. Ich habe geschlafen. Wir haben 9 Uhr und fahren jetzt nach Kayseri. Wir sind jetzt in Kayseri angekommen. Ich sehe hier Restaurants. Köfteci Yusuf, Dönerci Yusuf. Wie cool, ich mag die Stadt jetzt schon. Freunde, die neuen Trikots. Okay, wir sind jetzt irgendwo reingegangen. Wir gucken jetzt für an, Elbise für Dün. Nein. Freunde, das ist... Holst du das? Nein. Anne hat so 3-4 Sachen angezogen. Nix hat Anne gefallen. Jetzt gucken wir weiter. Anne, warum hast du mich einfach geholt? Hättest du geholt, dann könnten wir nach Hause gehen, ja. Aber war das schön? Nein, das war nicht schön. Es war hässlich. Gib mir Lippen. Lippen. Erstmal Bababack. So. Damit Bakterien weggehen. Freunde, 50. Laden oder so. Anne, zeig mal, was du hast, was du in der Hand hast. Hier. Ich guck jetzt, ich probiere jetzt. Warte. Diesen Oberteil. Hässlich. Letzte. Wirklich? Ist sie wirklich hässlich? Ich finde nichts so. Ich finde gar nichts. Nein, das war Spaß. Das ist ja eh nur für einen Tag, Anne. Ja, für aber trotzdem, ich bin nicht so böse. Hey, wer bist du? Sie brauchen so lange. Gell? Okay. Was machen wir? Langweilig. Wollen wir gehen? Wohin? Scheiße. Ich weiß auch nicht. Ich bin müde. Nein. Raus. Hier ist Klima. Ich bin draußen. Hadi beraber, Icheli. Laden Nummer 1000. Immer noch nichts geholt. Die sind jetzt hier drinne, gucken dort. Richtig warm. Und ich hab Hunger bekommen langsam. Immer noch nichts gefunden. Ey, Papa, warum ist es so schwer, Sachen zu finden? Ich hoffe, jetzt dieser Laden, ich hoffe, die kommen mit Sachen zurück. Nein, mit an für Anne. Dann sind wir fertig eigentlich. Wir warten locker eine Stunde. Wo sind die? Anne, ihr wart locker eine Stunde drin, gell? Echt? Aber wir sind fertig. Fast ja. Sogar zwei. Wir haben es geschafft. Okay, jetzt nur noch bezahlen, dann sind wir fertig. Ich brauch dann noch ein paar Schuhe. Was für Schuhe? Kopftuch. Hä? Brauch ich auch? Ich dachte, du bist fertig. Papa, ich hab Hunger. Ich auch, Yusuf. Aber warte, wenn Anne kommt. Anne braucht so lange. Dann müssen wir warten. Also Freunde, Anne hat Elbise. Was ist Elbise auf Deutsch? Kleidung. Kleid. Anne hat Kleid geholt. Anne hat jetzt geholt. Jetzt ist Anne bei Dings. Was ist das? Ich hab Kopftuch. Kopftuch. Anne muss noch so passende Kopftuch holen. Guck mal, genau in 3 Sekunden fliegen die alle. 3, 2, 1. Ja, 2 sind geflogen. Die Paste mal sieht so saftig aus. Ich bin schon schnell. Wow. Ich hab fast Unfall gemacht, Unfall. Jeder guckt auf dieses Laufrad. Niemand in der Türkei kennt es. Danke für die Antwort, Baba. Dankeschön. Der ignoriert mich einfach. Freunde, wir sind jetzt essen. Endlich. Letztes Jahr waren wir hier auch. Und Emrabis T-Shirt ist hier dreckig geworden. Ja. Weißt du noch? Und danach ist Emrabi Kapalo Charge gegangen und hat ein T-Shirt gekauft. Und ich habe einen Kuzushish geholt. Baba hat... Anne hat Adana. Und in der Mitte haben wir Pide. Heißt Cevıklı. Cevıklı Pide. Yusuf, weißt du noch, letztes Jahr, genau hier, ich weiß nicht mehr, was wir gegessen haben, aber ich hatte so kleine Cherry-Tomaten. Yusuf, weißt du, was ich erzählen will? Und Emre sitzt genau gegenüber, ja? Ich nehme diese Cherry-Tomate und ich beiß so richtig so. Ich habe gedacht, lecker, ich beiß rein. Saft von Tomate ging alles auf Emre. Emres T-Shirt, Emres Gesicht. Jetzt genau das gleiche. Hallo, Pide, warte. Hi, warte. Doch. Warm Pide. Wir dippen jetzt. Reingedippt. Wild. Nach einer tomatischen Unterbrechung wird eine Tomatengeschichte erzählt. Weiter erzählt. Ja, Anne ist auch jetzt mit Tomate. Emrabi, wenn du das siehst, Anne hat Karma bekommen. Ich könnte jetzt lachen. Und man kann auch darüber lachen. Er hat mich so angeguckt. Ich hatte so Angst gehabt. Doch. Und dann ist er hat nichts gegessen. Er ist direkt runter, raus, hat sich ein neues T-Shirt geholt. Ist er gekommen und hat weiter gegessen.
Und das Ding ist, Imra hatte sogar ein weißes T-Shirt. Ja. Wie knupsfrisch. Oi. Freunde, was geht? Ich bin eine Woche lang schon von Yusuf getrennt. Aber mir geht's gut. Freunde, ihr seht von uns, glaube ich, gar nicht so viel. Falls ihr euch fragt, was ich hier überhaupt zu suchen habe gerade, das ist auch mein Kanal, nicht nur Yusufs Kanal. Der Yusuf ist in der Türkei. Burak und ich sind in Deutschland geblieben. Ich habe mir auch eine Vlogkamera besorgt. Das heißt, wir könnten rein theoretisch von Deutschland aus auch vloggen. Aber ich glaube irgendwie, ihr werdet mehr von Yusuf sehen als von uns. Ich kann euch später, wenn ich zu Hause bin, mal zeigen, was wir zu Hause so machen, was wir alles so zu Hause erledigen. Oi. Wo der Mann diese Pasta nochmal geschnitten hat, ey, ich hab so Hunger bekommen. Ich werde zu Hause safe probieren und dann euch sagen, wie es ist. Wir sind immer noch Kayseri. Wir fahren jetzt zum Flughafen und holen unsere Cousine ab. Benzin, Kokosu geldi ya. Kayseri! Nein, zwar cringe. Leuchtet das, Emre abi. Ich feiere die türkischen Ampel, Baba. Guck mal, wie das schön leuchtet. Und die haben noch eine Ampel, wo steht, wann das grün ist. Das feiere ich am meisten. Deutschland, warum macht ihr das nicht? Das ist doch voll cool. Baba, sing mal ein Kayseri-Lied. Ich weiß nicht. Gibt es ein Niederes-Lied? Nide bağları aslanım Nide bağları. Ich würde mich niemals trauen, mit Fahrrad hier zu fahren. Guck mal. Dumm. Ohne Ampel, ohne Links, ohne Licht. Also Türken können kein Auto fahren. Doch. Doch jetzt können die ein bisschen besser, gell? Doch, bitte. Nein, jetzt ehrlich, Freunde. Dieses Jahr und letztes Jahr war besser als die letzten Jahre. Zebrastreifen, bleibst du stehen in Türkei? Natürlich. Warum ist dann ein Zebrastreifen da? Fußgänger haben immer Vorfahrt, außer wenn die rot haben. Guck mal, wir haben 23 Uhr und wir sind hier am Essen. Wir frühstücken um 23 Uhr, aber ist lecker. Guck. Lecker. Das Getränk ist Goat. Ich hab mich einfach fast verschluckt. Das Getränk ist Goat, Baba. Ahmed, das Getränk ist Goat. Danke für diese Ignoration. Oi. Guckt euch die Katzen an. Zorro hier. Nami schaut die ganze Zeit aus dem Fenster, ob sie Yusuf irgendwie findet. Soll ich euch mal zeigen, wie krass Nami Yusuf liebt? Bevor Yusuf in den Urlaub gegangen ist, ne? Der hat ganz viele T-Shirts getragen und hat die in der ganzen Wohnung verteilt. Und jetzt dürft ihr raten, wo Nami die ganze Zeit chillt. Guckt euch das an. Hier ist ein T-Shirt von Yusuf, was er da so hingelegt hat. Das sind alles Namis Haare. Nami chillt immer nur auf Yusuf seinen T-Shirts, die ganze Zeit. Yusuf, wenn du zurückkommst, liebt sie mich mehr als dich. Okay, Katzen, wer Yusuf vermisst, der miaut. Was? Sag nochmal. Was? Nami, du? Wenn du Yusuf vermisst, dann sag miau. Was? Miau! Yusuf, jeder vermisst dich außer Nami. Spaß, Freunde, ich habe in meiner Hand Leckerli. Der Zorro miaut nur so, weil der das Leckerli haben will. Guckt euch jetzt an. Hey, runter vom Tisch. Oh mein Gott, er sitzt. Er ist so brav. Er ist so ein Braver. Zorro sitzt. Brav! Du bist so fein! Und ASMR. Oi. Wieso? Was geht ab? War echt so eklig. Das ist unser Flur. Flur, ja? Ja. Erstes Zimmer. Zimmer von Brüdergarten. Diese Toilette werde ich auf keinen Fall benutzen. Was ist das? Damit spült man. Warum? Ich finde es eigentlich praktisch. Ist auch schön. Und weißt du auch, wie man da drauf geht? Na, ist doch nervig. Aber jetzt mit diesem Schuh gehst du da nicht drauf, Yusuf. Das war
Okay, mach mal wieder zu, komm. Unnötig eigentlich so, hä? Nein, warum unnötig? Du findest das unnötig. Das ist für die Gäste einfach. Das ist Toilette Nummer 2. Ja, Yusuf. Das ist die coole Toilette. Mhm. Hör mal kurz. Also, das ist unsere Dusche. Warum haben wir keine Badewanne? Oh, ja, Dusche ist doch besser. Oh, soll ich dir was sagen? Ja. Guck jetzt, immer wenn ich dusche, ich mach zu, okay? Mhm. Ich habe jetzt zugemacht. Und danach, nach dem Dusche, ich mach mal auf. Das ist so kalt. Ja, ja. Mir ist dann richtig ja. kalt. Aber oben ist offen. Mhm. Oben trotzdem, ist halt so, ja. Was das? Oh nein, Yusuf! Das war cringe am jetzt. Jetzt kommen wir zum ersten Zimmer, ersten Schlafzimmer. Zimmer von, meine Mutter sagt, Imran Brekke. Aber Yusuf hat hier alles benutzt. Sieht man auch, wie das aussieht hier. Und Yusuf schläft gerade hier. Wir hatten eigentlich gedacht für Emda und Bruder. Also Yusuf schläft hier und ich habe gemerkt, hier ist wirklich, ich war heute Morgen hier, kühlste Zimmer. Wir machen einen Bettbund. In jedem. Nein, nein, Yusuf, die Kadett, du schenkst mich immer. Betttest, weißt du. Und was, wenn es kaputt geht? Yusuf, nicht, dass du runterfällst. Alle Betten sind gemütlich. Ich glaube, ich habe zum ersten Mal mit Kissen geschlafen. Ja? Und neben mir habe ich immer Bade im Wasser. In dem Zimmer haben wir ein Highlight. Eigentlich ist die Tür immer offen. Ich weiß nicht, wer die zugemacht hat. Ja, Wäsche muss ich ja auch. Das ist unser Zimmer. Das ist kein nicht euer Zimmer. Das ist unser Balkon. Ja, was soll ich machen? Wohin? Das ist unser Balkon. Wir werden auf jeden Fall so eine Couch hinlegen. Mhm. Weißt du, was für eine Couch ich will? So. So, dass man fast auf Boden sitzt. Weißt du, was ich meine? Du weißt, was ich meine, gell? Mhm. Ihr wisst auch, so, nicht so Couch, also doch Couch, aber so, dass man so fast auf Boden sitzt. Okay. Ja, so kleine Tisch, dann Chicken Day, Chai. Guck mal, hier, das ist mein Gönnleck, Freunde. Erinnert ihr euch? Das habe ich gekauft und das Graue. Grau habe ich noch nicht gewaschen. Ja, auf der Hochzeit werde ich halt entweder das oder das Graue anziehen. Mhm. Mit diese Schuhe, die, was Braga und Emra gekauft haben. Genau, was? Passt doch. Passt super, ja. Hab Vogel. Ich hasse es, gell? Aber dann fall Rolo. Geh mal so richtig nah dran. Und dann. Nein, die Aussicht, nicht diese Kacke. Ich weiß. Eigentlich feier ich diese Fenster nicht, aber im Winter sind die gut. Im Sommer eigentlich auch. Ja? Natürlich. Kommt kein, kein Staub rein. Ah, kein Staub. Wie? Hochziehen und dann? Hochziehen und dann zu dir ziehen. Ja. Ich frag mich aber trotzdem, wie ein Vogel das gemacht hat. Boah, so cool, ich mein's ernst. Ja, ja. Zimmer 1 erledigt. Hier haben wir einen Spiegel. Hi. Hier Zimmer Nummer 2. Mein Zimmer. Das ist ein Einzelzimmer. Anne hat sogar für mich hier links. Ja. Aber ich schlaf eh ohne Decke. Wie gehört das? Für Emre und Bruder. Emre! Kajapak! Okay. Also, hier machen wir kurz auch ein Bett. Hi, Yusuf. Aber nein, Yusuf. Na, guck mal jetzt, wie es aussieht, Yusuf. Anne, das hat sich nichts verändert. Jetzt gehen wir ins Wohnzimmer. Das ist unser Wohnzimmer, was man... Ja, warum treiben die Schalter? Wow, das ist cool. Fernseher, seit wann haben wir einen Fernseher? Regal, Kommode. Und wird noch gebaut alles. Die hier kommen noch auf, an die Wand. Ja, ist noch nicht fertig. Das und das hier. Ja. Kommt noch an die Wand. Hier, das ist unsere Couch. 2 und 2 Sessel. Ich bin ehrlich, bisschen hart. Die sind unbequem. Die sind Ohren. Ja, die sind sehr unbequem. Ja, so würde gehen. Mhm. Hier haben wir noch so davon kleiner. Ja. So, wenn jemand. Wenn Besuch da ist, nehmen wir so hier stammt die Chai und so drauflegen können, weißt du? Ja. Very good. Müssen wir unser Zimmer zeigen? Ja, natürlich. Das ist Annes Babas Zimmer. Anne, was ist das? Atschma, oder? Yusuf. Anne, Bune. Okay. Anne, was ist das? Ja, genau. Aber genau. Und dann schminkst du dich. Okay, was ist das? Emil Steo, immer Yusuf. Auch ein Bettbrunnen? Nein, Yusuf. Ja. Anne, ist gemütlich. Ich hab hier auch so einen Schlamm.
Yusuf ist nur so wirklich wie Nami. Hat überall markiert. Okay, das war von meinen Eltern. Jetzt kommen wir zur Küche. Das ist die Küche. Was ist das? Wie nennt man das? So, hier ist die Pfanne. Ja, Herd. Hier ist unser Herd. Das ist unser Backofen. Hier ist nichts. Also, ist alles noch fast leer. So, ein bisschen halt. Also es dürfen nicht mehr wie 6 Personen zu uns. Genau, das ist halt die Küche. Hier ist unser Kühlschrank. Wir haben hier auch einen Hocker. Wir haben hier auch noch nicht so viel Popcake. Nein, ich mach Diät. Ich esse gar nichts mehr. Du gehst ja kaputt. Die Niede darf kein Niedergas ausführen. Das war unsere Küche. Und zuletzt sehen wir unser Hauptbalkon. Nennt man das Hauptbalkon? Balkon. Wir haben heute was bestellt. Küchentisch mit Stühle. Ja, kommt dann hier hin, ja. Wir haben 2 Hocker erstmal, aber hier haben wir auch Balkonstühle, Sofa-mäßig, wie heißt das? So, ja, Couch-mäßig. Ich hab's gelernt. Oh, jemand hat geklingelt. Das war die Roomtour. Very good. Ich bin gerade aufgewacht. Und wisst ihr, was das Schönste ist, wenn du morgens aufstehst und das Erste, was du siehst, ist das hier. Die Katzen haben den Brunnen umgeschmissen. Ich guck eben unter dem Sofa. Riesen Pfützen. Und das geht so irgendwie bis hier überall hin. Deswegen habe ich mich jetzt ready gemacht. Und muss jetzt alles einmal hier durchwischen. Der ist pitschnass. Ganz Handtuch, pitschnass. Da kommt kein Wasser mehr jetzt. Ihr habt alles ausgeschüttet. Es trocknet nicht. Warum? So, was muss er weg? Mal gucken, wie lange der das durchzieht. Ist er weg? Ich muss ja auch noch euer Wasser wieder auffüllen. Wenn ich herausfinde, wer von euch beiden es ist, für einen Tag kein Leckerli mehr. Nein, vielleicht haben die das Ganze hier umgekippt, weil die einfach frisches Wasser haben wollten, oder? Vielleicht haben die auch einfach nur gesagt, ey Emre, wisch mal den Boden, der Boden ist dreckig. So, der Nächste, der den Boden umschmeißt, ja? Sorry, hörst du mir zu? Du bekommst keine Leckerlis mehr. Hör auf damit. Also nachdem ich angefangen habe, habe ich einfach weiter geputzt die ganze Zeit. Guck mal, wie schön es aussieht. Also ignoriert dieses Katzenspielzeug und sowas. Bisschen hier Boden gewischt jetzt, gesaugt, die Katzen zum Schlafen gebracht. Wobei der... Also Nami legt sich einmal hin und schläft einfach. Aber der hier, der legt sich hin, schläft und sobald der irgendein neues Geräusch hört, rennt der sofort los und kommt wieder zu mir. Wenn Nami rollig wird, dann markiert sie manchmal. Das heißt, die geht manchmal auf die Couch und pinkelt dann dahin. Und deswegen, das ist so wasserabweisend. Haben wir das, falls sie da halt dahin pinkeln sollte, dass es da drauf kommt. Und das hat so wasserabweisend, das geht dann nicht durch. Und das hier ist so eine Kühlmatte. Zorro legt sich manchmal da drauf, Nami habe ich noch nie da drauf gesehen. Wenn du da drauf sitzt, es wird einfach immer kühler. Okay, also ich muss auf jeden Fall noch ein bisschen Wäsche noch machen. Ja, ich kann Wäsche waschen. So, okay, Wäsche wird auch gewaschen. Dann würde ich sagen, gucken wir mal, was bei Yusuf so geht. Freunde, was geht ab? Ey, so. Wir gehen jetzt raus, wir gehen essen. Da, wo die Fenster sind. Genau da, wo die Fenster sind. Es hat 6 Stücke. Beat an. Wir kaufen gerade Sachen für zu Hause ein. Wir haben Trockenfutter gekauft. Immer wenn wir einen Hund sehen, wollen wir dem Hund ein bisschen geben. Alle Hunde, die ich gesehen habe, die haben mir so leid getan. Ja, die haben Angst vor Menschen. Ja. Die haben Angst vor erwachsenen Menschen aber. Ja. Darum haben wir jetzt so 2 Kilo Trockenfutter und wollen immer geben. Und ich filme das dann immer. Hoffentlich schmeckt das und essen die. Ja. Kusuette. Kusuette. Echt? Ja. Lammfleisch. Diesmal nicht für Emrabi Buragabi, sondern für die Hunde. Und auf einmal, wir sehen keine
Tiere mehr. Also kann stell mal vor, ja, stellt euch mal vor, genau jetzt, weil wir geholt haben, sind wir kein Tier mehr. Ja. Also kein Hund mehr. Eigentlich könnten wir für Katzen auch holen, aber... Wir haben kein Katzenfutter gesehen. Kein Katzenfutter gesehen. Kein Katzenfutter gesehen. Ja, an alle, die das sehen, ja, die so Hunde sehen, holt, macht es. Ja. Das ist gut. Hunde, die haben Hunger und essen uns nicht. Anne, ja, die Hunde, die könnten uns essen, wenn die Hunger hätten. Aber es gibt Leute, die Hunde nicht lieben so. Ja, die schlagen einfach. Ja. Warum? Wir sind jetzt essen in Niedertawa. Genau. Ui, sehr lecker, sehr lecker. Und Baba, das ist Niedertawası. Sarımsaklı böyle biber, acı olacak bir de. Tabii ben acı yemiyorum ama. Richtig lecker. Ich warte und ich warte. Okay, jetzt probieren wir mein Kanat. Annes Adana ist jetzt auch da. Boah, ich schwör, geil, lecker, richtig lecker. Anne, ich glaube, ich habe noch nie so einen Kanat gegessen. Doch. Wo? Ben yaptım. Ja, von Anne. Ich zeig euch jetzt, wie man richtig Kanat isst. Guckt jetzt. Da ist ja noch ein bisschen, aber ja. Okay, Freunde, wir haben jetzt gegessen. Jetzt sind wir in ein Chaibar-Chesse gegangen, in ein Café. Ich mag das hier, wir sind öfter hier. Hier sind so Leute, die mit Einkaufswagen rumfahren und so Sachen geben. Wir haben jetzt zum Beispiel Check-in-Deck geholt und die haben auch so kalte Getränke und so. Und dann schreiben die das auf und dann gehen wir an die Kasse und so. Hier, Check-in-Deck 1. Geil. Okay, Chai ist jetzt auch da. Was kann man noch machen? Essen. Nein, was kann man jetzt? Wir haben schon gegessen, wir haben schon Chai getrunken. Freunde, wir gehen jetzt Künefe essen. Wir sind vor dem Laden. Was ist das? Ja, so heißt Achso. Hier diesen Laden. Ja, genau. So. Wir haben hier so Vorspeisemäßig bekommen. Also Melone, ja, Honigmelone. Boah, die sind geil. Orangen, Trauben, Karotte, niemand weiß warum. Und das da. Dün, 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 dün. Ich bin satt. Doch wir sind die Besten nur zu dritt. Jeder schaut die Videos, weil wir zu dritt lustig sind. Also alle Daumen hoch und abonnieren. Und nicht vergessen, alle die Glocke aktivieren. Ist meine Wife, wie sagt mein Leben, sei zu exzessiv. Gibt einen Jahreslohn aus in einer Nobel-Boutique. Behandelt mich wie ein Gig, doch bin grad auf meinem Peak. Jetzt will jeder so sein wie ich, aber ich bleibe unique.